Hi, ich hoffe, euch geht's super gut. Ich bin Eva und das Video geht über die Grippe und zwar was ich tue, wenn ich krank bin oder wenn ich die Grippe habe. Und ich glaube wie immer, dass meine Ansicht sich ein bisschen unterscheidet von der gesellschaftlichen Ansicht, die viele Leute haben. Und ich glaube trotzdem, dass es interessant ist, mal eine andere Ansicht zu bekommen und auch vielleicht natürliche Heilmittel zu sehen. Und zwar, was ich mache, ist, wenn ich die Grippe habe oder wenn meiner Meinung nach ich Detox-Symptome habe, ist zuallererst, was mir viel, viel hilft, ist, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann hilft mir Kälte. Also ich nehme dann so ein Kältepack, tue das in ein bisschen Papier einwickeln oder tue das in ein Handtuch einwickeln und tue es dann auf meinen Kopf oder auf meine Wangen, Nase, Stirn, wo ich eben diesen Kopfweh habe. Was mir auch hilft, ist zum Beispiel Pfefferminzöl. Das ist so ein ästhetisches Öl und das tue ich dann einfach hier unter die Nase ein bisschen drauf. Wichtig ist nur, dass ihr es nicht in die Augen kriegt, weil es höllisch brennt. Aber wenn ihr es da ein bisschen unter die Nase tut und das einatmet, mir hilft das wahnsinnig. Ihr könnt auch ausprobieren, wenn bei euch Pfefferminzöl nicht funktioniert, dann könnt ihr auch ein anderes ästhetisches Öl ausprobieren. Und genau, und das funktioniert bei mir super, super, super gut. Und es hilft auch, wenn ich sie auf die Schläfen tue, gegen Kopfweh. Was mir auch super hilft, wenn ich Krämpfe habe oder wenn ich Schmerzen habe irgendwo in meinem Körper, dann tue ich immer so eine Wärmflasche nehmen. Kennt ihr vielleicht? Sieht so aus. Mit heißem Wasser gefüllt und es wirkt irgendwie Wunder. Vor allem, wenn man Krämpfe hat oder wenn man seine Periode hat, hilft eine Wärmflasche super, super, super doll. Ihr könnt auch, wenn ihr keine Wärmflasche habt, so ein Kirschkernkissen nehmen und das warm machen für ein paar Minuten. Genau, was mir auch hilft, mental ist einfach Meditation. Also wirklich manchmal alles, also keine Filme anschauen, kein Radio hören, sondern einfach alles abstellen und ruhig einatmen, ausatmen und seine Gedanken einfach nur auf den Atem fokussieren. Und es hilft mir wirklich, wirklich, vor allem wenn ich auch nicht schlafen kann, dann hilft mir das auf jeden Fall. Und ich glaube, das Wichtigste ist sowieso einfach Ruhe, dass man sich wirklich die Zeit gibt, zu sagen, nee, ich gehe nicht zu diesen Events, sondern dass man sich wirklich Ruhe gibt. Weil wenn man krank ist, meiner Meinung nach, oder wenn man diese Detox-Symptome hat, ist es meiner Meinung nach super, super wichtig, dass man seinem Körper Zeit gibt, sich zu heilen und dass man seinem Körper wirklich die Ruhe gibt und dass man sich selber nicht so ernst nimmt. Weil ich bin eher eine Person und ich denke mir, ich will so viele coole Sachen machen und oder ich habe irgendwie ein wichtiges Meeting oder so und ich glaube, das ist wichtig, dass man sagt, nee, ich bin nicht so wichtig, meine Gesundheit ist wichtiger als dieser Termin. Und das sollte man auf jeden Fall wissen, dass man seinem Körper die Zeit und die Ruhe gibt, sich selber zu heilen. Was mir auch hilft, ist manchmal eine heiße Dusche oder ein heißes Bad. Also, dass man vor allem, ich glaube, im Winter, wenn es richtig kalt ist, einfach ein heißes Bad. Und es hilft mir wahnsinnig auch, den Schleim zu lösen, ein heißes Bad. Oder ihr könnt auch so ein Dampfbecken machen und das dann einatmen. Das hilft mir auch manchmal. Was mir auch hilft, ist ich habe es tatsächlich noch nie ausprobiert, aber was ich mal ausprobieren will, ist CBD-Oil. Mir persönlich, also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe Freunde, die das hernehmen und die sagen, dass es funktioniert. CBD-Oil ist nicht Marihuana, also es ist praktisch, es wird zwar auch ähnlich hergestellt, aber aus meiner Recherche hat es nicht diese Hyperwirkung, also es hat nicht diese High-Wirkung, sondern es ist einfach, es macht praktisch einen ruhiger und es ist schmerzlindernd. Aber da müsste ich mich auf jeden Fall noch ein bisschen informieren. Vielleicht irgendwann mache ich ein Video dazu, aber es ist nicht, also ich nehme keine Drogen, deswegen ist es nicht wie dieses Marihuana, das man kifft, sondern kifft, sondern halt, es ist nur praktisch schmerzlindernd. Und ja, vielleicht mache ich irgendwann mal ein Video drüber, wenn ich es tatsächlich länger mal ausprobiert habe. Aber nur, dass ihr das auf dem Schirm habt. Genau, und jetzt zu der Frage, ob ich
synthetische oder ob ich irgendwelche Hustensäfte und so Zeug nehme. Tatsächlich versuche ich das weitgehend zu vermeiden, weil aus meiner Recherche wisst ihr, und wahrscheinlich wenn ihr auch schon vorherige Videos angeschaut habt, wisst ihr, dass ich an Detox glaube. Also ich glaube, dass unser Körper sich von Giftstoffen reinigen kann. Und dass unser Körper praktisch, wenn wir krank sind, die Grippe haben, dass es wirklich so ist, dass der Körper einfach die Giftstoffe ausleiten kann und wirklich der Körper sich die Zeit nimmt, sich selber zu reparieren. Und dann das glaube ich, und ich glaube, dass diese Stoffe, wie zum Beispiel Antibiotika etc., dass die in manchen Fällen diesen Heilungsprozess unterbrechen können, was in manchen Fällen natürlich ja, also auf jeden Fall, dass sie diesen Heilungsprozess unterbrechen können. Und ich will meinem Körper, wenn es geht, wenn der Schmerz nicht zu groß ist, auch diese Möglichkeit geben, sich selber zu heilen. Also dementsprechend versuche ich, das zu vermeiden. Und zum Beispiel, manchmal, also früher bin ich zum Arzt gegangen, dann habe ich so, was weiß ich, 20 verschiedene Pillen oder so bekommen. Und tatsächlich ist aus meiner Erfahrung es manchmal so, dass auch wenn ich nicht so viele Tabletten nehme oder wenig Tabletten nehme, dass ich trotzdem gesund werde. Nur dauert es halt vielleicht 4 Tage oder 3 Tage länger. Aber meiner Meinung nach ist es sinnvoll, weil ich tatsächlich glaube, dass manchmal Menschen Tabletten nehmen, einfach nur um den Schmerz zu unterdrücken und dann einfach in gewohnten Alltag weitergehen oder Sport treiben, und das ist super, super, super ungesund. Ich glaube, wenn unser Körper krank ist, dann ist es ein Zeichen, dass er krank ist, und dann sollen wir unserem Körper auch diese Ruhe geben. Also super, super wichtig. Und ich glaube, dass es so viele Leute einfach nicht machen, wo es so wichtig wäre. Deswegen versuche ich das immer zu vermeiden. Aber auf jeden Fall, wenn der Schmerz zu groß ist, dann kann man auf jeden Fall meiner Meinung nach irgendwelche schmerzlindernde Tabletten nehmen. Und genau, wenn man vor allem auch diese natürlichen Heilmittel schon ausprobiert habt und es geht einfach nicht, dann klar würde ich die nehmen. Genau, aber so glaube ich einfach, dass man, also zum Beispiel das letzte Mal, wo ich diese Grippe hatte oder diesen Detox hatte, habe ich auch keinen Hustensaft genommen und der Husten ist auch weggegangen mit normalen Tees oder so. Das heißt, hör einfach auf deinen Körper, hör, was für dich am besten ist, und genau, so viel dazu. Also ich glaube einfach, dass es mir geholfen hat, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Moment, doch. Sorry, das war ein Zimmernachbar von mir. Und zwar, was ich sagen wollte, wenn ihr mehr Informationen haben wollt, dann klickt auf jeden Fall in den Link in der Bio, weil ich da ganz viele kostenlose Rezepte teile zur Rohkost, zum veganen Lebensstil. Deswegen definitiv checkt es out, und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, alles Liebe und viele Grüße. Ciao, ciao!